So, ich hoffe, ihr seid wieder ausgeruht und erholt. Wir gehen jetzt zum zweiten Teil und wir haben jetzt einen Vortrag von Constanze Kurz. Sie ist ja jetzt schon ein bisschen da, aber vorgestellt habe ich sie noch nicht. Sie ist Informatikerin, studierte und seit kurzem darf man sie auch Doktorin nennen. Sie hat ihre Promotion bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sie war bis 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU in Berlin und ist derzeit Projektleiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Sie ist schon seit einiger Zeit Sprecherin des Chaos Computer Clubs und sie war auch von 2010 bis 2013 in der Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft. Ich freue mich, dass sie da ist und ich gebe das Wort an Sie weiter. Wobei die Enquete-Kommission die Thematik von Drohnen nicht mit dabei hatte. Ich möchte mich eingangs ganz klar positionieren, einfach weil die Debatte ja hier schon so ein doch recht kontrovers war. Einmal als Person und aber einmal auch für die Organisation, für die ich spreche. Der CCC hat sich mehrfach offiziell und ist auch derzeit Teil der Kampagne gegen Kampfdrohnen, gegen solche Waffen ausgesprochen. Und meine persönliche Haltung ist auch antimilitaristisch. Halte auch nicht hinterm Berg. Für mich ist es aber kein Grund, die Argumentation aller Seiten nicht ernsthaft zu besprechen. Ich habe gerade in den letzten Veranstaltungen, habe jetzt relativ viel über Drohnen gesprochen, bemerkt, dass der Dialog mit der Bundeswehr eigentlich sehr fruchtvoll ist, in der Hinsicht, dass es, zumindest scheint es mir so, die neuere Debatte, die jetzt um Drohnen passiert, rationaler ist. Und genau der Befund, ich weiß nicht, wer von euch den vorhin geäußert hat, dass es eigentlich im politischen Raum sehr viel weniger rational debattiert wird, als wenn man mit den Angehörigen der Bundeswehr spricht, insbesondere auch von den Bundeswehr-Unis, die sehr viel mehr auch technisch orientiert und rationaler argumentieren als die politische Seite, ist auch meine Erfahrung. Nichtsdestotrotz, also ich will diese Positionierung nicht hinterm Berg halten. Bei mir gibt es auch keinen Neusprech. Bei mir ist Krieg und nicht bewaffneter Konflikt und bei mir heißen gezielte Tötungen auch immer noch Mord. Das liegt aber nur daran, dass ich mich an die juristischen Termini nicht halten muss. Mir ist klar, wenn man das juristisch betrachtet oder überhaupt legalistisch, dass man sich gewisse Definitionen aneignen muss. Ich hatte mit den Drohnen überraschenderweise auch zu tun im Rahmen der Tatsache, dass ich Sachverständige beim Bundesverfassungsgericht bei der Antiterror-Datei war, denn es gibt natürlich ein paar Zusammenhänge und ich will ja generell jetzt in dem Vortrag eigentlich ein bisschen darüber sprechen, welche Problematiken hier noch nicht angesprochen sind, weswegen ich einfach dann nachher auch ein paar Folien überspringen werde, weil ich will nichts wiederholen oder euch irgendwie langweilen. Denn klar ist, und ist glaube ich auch jetzt in der aktuellen Debatte in den USA so, dass the targeted killing hat eine informationstechnische Grundlage. Denn irgendwie muss man zu den Personen kommen, die auf diese Listen kommen. Und das wurde damals auch beim Bundesverfassungsgericht tatsächlich thematisiert. Denn auf der Antiterror-Datei der Deutschen befinden sich ganz überwiegend Menschen nicht deutscher Herkunft und auch zu einem Großteil eben von sogenannten befreundeten Geheimdiensten. Deshalb war das damals schon Thema. Jetzt kommt es in den USA, glaube ich, wieder so ein bisschen auf. Das liegt aber auch daran, dass ja Obama selbst diese Targeting-Liste, das ist vorhin schon kurz erwähnt worden, auf die Agenda gesetzt hat, indem er einen großen Anteil seiner Rede zur Nation diesem Thema gewidmet hat. Also das heißt, es ist auch sozusagen nicht nur top-down, die Aufregung der Zivilgesellschaft, sondern auch bottom-up, wenn nämlich der Präsident thematisiert. Ich habe jetzt mal, also haben vielleicht einige von euch gesehen, das ist eine Aufnahme, das hat jetzt mit dem militärischen Bereich nichts zu tun, die gestern ins Netz gestellt wurde, wer Fefe liest, wird es vielleicht gesehen haben, von so einer Drohne, die über den Taksimplatz in Istanbul fliegt. Ich lasse die jetzt einfach mal laufen, das kann da derweil laufen. Ich mache nur den Ton aus, den ich brauche. Also so ein bisschen mit, so ein bisschen. Bisschen pathetisch. Ja, die Musik ist so ein bisschen, naja. Der Punkt ist, den ich machen will und der mir sehr wichtig ist und der hier heute noch nicht viel ist, dass wir ein Waffensystem vor uns haben. Ich rede jetzt erstmal über Kampfdrohnen, kann man aber ähnlich sagen für die Aufklärungsdrohnen, die sich unterscheidet in mehreren Punkten. Und ein Punkt ist, der scheint mir wichtig, dass wir ein System haben, was anders als die meisten Waffensysteme für den zivilen Sektor einfach interessant ist und auch kommerziell interessant. Die Techniken, die da verbaut werden bei den Drohnen, sind einfach für viele zivile Zwecke sehr sinnvoll und nützlich und werden vor allen Dingen in Zukunft, aber auch schon heute, in großem Maßstab verkauft. Vom ganz kleinen Bereich, ich habe nachher ein Beispiel, bis hin natürlich auch zu größeren. In Berlin ist zum Beispiel aktuell der häufigste Einsatz, ist so etwas wie
Stadtplanung, Architektur, also jedenfalls Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen mit diesen Drohnen, niedrig fliegenden Drohnen. Also das heißt, wir haben einen zivilen Sektor, was wir bei den meisten Waffensystemen nicht haben. Ja. Die nutzbringende Panzer oder Bodenluftraketen sind nicht so üblich, wenn man mal von einigen amerikanischen Kleinstädten absieht. Also wir haben einfach eine Technik, die im zivilen Raum interessant ist. Und dadurch, wenn wir nachher auf den politischen Teil kommen und die Frage, was eigentlich zu fordern ist angesichts der Entwicklung, dann sollten wir das mitbedenken. Das ist in der Hacker-Community schon sehr früh debattiert worden. Wir sind ja eigentlich in der zweiten Drohnendebatte, ging ja vor 5 Jahren schon mal los, als die Technik so billig wurde, dass plötzlich auch Zivilisten das einsetzen und gleichzeitig auch die Bewaffnung der Drohnen zunahm. Ich denke, das sollten wir thematisieren, denn eine Ächtung, wie wir bei anderen Waffen kennen, etwa bei biologischen Waffen, die ja weitgehend funktioniert, oder bei chemischen Waffen, die nicht so gut funktioniert, wird sicherlich auf Drohnen so nicht übertragbar sein. Sowohl, also Kampfdrohnen schon gar nicht und Aufklärungsdrohnen wohl auch nicht. Läuft doch noch eine ganze Weile, das Ende dieses Films fehlt, denn das ist sozusagen die Sicht der Drohne von der anderen Seite, die hat ja sozusagen bei den Leuten, die ja auch alle ihre Handys dabei haben, auch nochmal eine Sicht von unten. Ich habe gestern mal mit Hilfe der anderen Hacker geguckt, was das eigentlich für eine Drohne ist. Man kriegt die bei eBay so für 600 Euro. Phantom heißt die. Also eine von den typischen, recht preiswerten Modellen. Ich erwähne das nur deshalb, weil mir dieser Aspekt, dass das eben auch eine zivile Technologie ist, die für viele Bereiche interessant ist, den kann man schlecht wegdiskutieren. Natürlich gibt es, wenn man sich... Ach so, ja, also die hat es nicht geschafft. Also wenn man als aktives Drohneneinsatz dann nicht stehen bleiben. Was wollte ich sagen? Ich habe den Gedanken vergessen, der kommt aber wieder. Das ist natürlich eigentlich die, das ist ein Reaper und die andere ist eine Predator, sind eigentlich die, über die meistens debattiert wird, aber eigentlich aus meiner Sicht auch seit bekannt ist, wie so ein bisschen die Zahlen sind. Diese Dokumentation Living Under Drones hat, denke ich, in der amerikanischen Öffentlichkeit sehr viel beigetragen. Ich denke, die sollte auch vielleicht verlinkt werden zu der Veranstaltung. Mir ist natürlich sehr aufgefallen, dass die, bevor ich hier war und die Diskussionen gehört habe, dass die Links auf die Papiere doch eher weniger die Perspektive der Opfer einnimmt, sondern schon eher die Täterperspektive widerspiegelt, also wenn man sich durchliest, welche Papiere ihr da so verlinkt habt. Insofern wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man beide Seiten sieht. Living Under Drones ist halt auch in den USA gelaufen, weil da ist nicht nur die Studie, die ich auch für sehr gut halte, weil sie einfach mal in die betroffenen Regionen gegangen sind, sondern sie haben auch noch einen relativ emotionalen Film gemacht, was, glaube ich, für die Medienöffentlichkeit ein bisschen wichtiger ist als die Studie, die ja kaum jemand liest, auch relativ lang ist. Eine andere Sache ist, und ich will meine Informationen natürlich auch offenlegen, in den USA gab es eine ganze Menge FOIA-Requests, also das ist das amerikanische Informationsfreiheitsgesetz, wo ja einige Daten zu den Drohnen offengelegt wurden und aus meiner Sicht hat das natürlich auch dazu beigetragen, dass gerade über die Reaper und die Predator mehr nachgedacht wird. Ja, das sind so ein bisschen die Schlagworte. Ich komme nachher mal darauf, was noch daneben gibt, denn ich will so ein bisschen zumindest so ein bisschen öffnen. Es geht halt nicht nur immer um die Drohnen mit den Hellfires oder mit den Brimstones, die haben ja noch andere Waffensysteme. Die Reaper, ich hatte es erwähnt, also sind nicht nur Hellfire, sondern seit neuestem können auch diese MBDA Brimstone Missiles darauf montiert werden. Tatsächlich hat jetzt auch Großbritannien dafür eine Genehmigung. Es ist ja immer so, dass die amerikanischen Systeme im Prinzip von einer Waffenbestückung darauf angewiesen sind, dass auch die Amerikaner kooperieren. Da hatten es die Briten natürlich ein bisschen einfacher. Die Italiener etwa haben bisher so eine Waffenbestückung nicht erlaubt bekommen, weswegen die Italiener jetzt angekündigt haben, eigene Waffensysteme zu entwickeln, denn sie brauchen immer die Kooperation der Amerikaner. Also ich habe immer so ein bisschen technische Perspektive natürlich darauf. Wesentlich interessiert mich aber natürlich an diesen Waffensystemen, wie die Technik sich auf ethische Fragen auswirkt. Das scheint, also steht für mich im Mittelpunkt, denn also das ist für mich die entscheidende Frage bei Drohnen. Ich habe jetzt mal eine Mitarbeiter, damit man mal eine Vorstellung hat. Das ist aus dem Museum und heute sehen die ein bisschen anders aus, aber so sieht eine Hellfire aus, wenn man sich mal vorstellt, was für eine Größe hier haben, denn nicht alle Menschen hier mit Waffen in Kontakt gekommen, dass man sich das mal vorstellen kann. Aber ich habe auch mal zusammengetragen, welche Techniken
da verbaut sind. Man kann übrigens die technischen Spezifika auf den Seiten der Anbieter durchaus nachlesen. Das ist ja ein Werbeargument. Die Firmen, die die herstellen, wollen ja die Technik verkaufen und insofern ist auch bis auf ein paar Ausnahmen, die unter Geheimhaltung liegen, die Technik durchaus angegeben. Wir haben also Infrarot und so natürlich Nachtsicht heute und verschiedene optische Überwachungssysteme, die teilweise spezifiziert sind, teilweise nicht. Wir hatten das ja schon, dass es in der Regel von der Drohne aus eine bessere optische Auflösung gibt, denn Satelliten haben ja durch die atmosphärischen Störungen eine gewisse Maximalauflösung, die nicht überschritten werden kann oder unterschritten, jemals wie man sind. Bei den Drohnen ist das eigentlich eine Höhe, wo man ja auf diese atmosphärischen Störungen noch nicht so achten muss. Sie sind im Wesentlichen wetterunabhängig, aber nicht vollständig. Also wir kommen gleich nochmal auf die Frage der Unfälle und der Flugstunden zu reden. Und die sind schon jetzt seit über 10 Jahren mit diesen Hellfire-Raketen bestückt, was, glaube ich, von der Bewertung her juristisch, aber auch politisch, aber auch ethisch natürlich einen Unterschied macht zu den Überwachungsdrohnen. Also diese Systeme, die man sich so ansehen kann von den großen Herstellern, die USA, aber jetzt auch die Chinesen natürlich und die Israelis, die da geht zumindest scheint mir der Trend, wenn man sich so ansieht, was die anbieten, zu kombinierbaren Systemen, dass man eben die einerseits benutzen kann für die Länder, wie zum Beispiel die Bundesrepublik, die so ein Targeted Killing aus juristischen Gründen ja auch öffentlich abnehmen, dass man es, also Dual Use quasi, wer welches Land bestücken kann und die Genehmigung bekommt, kann das eben als Waffe benutzen und ansonsten als Überwachungsdrohne. Also es gibt da so ein, aus meiner Sicht jedenfalls so einen Trend zu. Eingesetzte haben wir schon gehabt in allen zeitgenössischen Kriegen, egal ob sie jetzt erklärt sind oder nicht erklärt sind. Also ich glaube auch die Dokumentation ist heute wesentlich besser. Im Kosovo-Krieg hat man das erst, hat man das eigentlich erst später erfahren und generell sind aus meiner Sicht die gesellschaftlichen Diskussionen eher nachgelagert. Also in den USA hat es sehr lange gedauert, bis es wirklich eine öffentliche Diskussion gab. Da waren schon sehr, sehr viele Leute über diese Target, also fast 100, ehe überhaupt eine öffentliche Debatte gab. Und wir haben ja eigentlich in der Bundesrepublik einen großen Vorteil. Also wir betreiben solche Waffen nicht bisher, also im Sinne von Kampfdrohnen. Und wir können natürlich Argumentationen, die in den USA bereits sowohl juristisch, aber auch politisch und ethisch schon durchgespielt worden sind, aufnehmen. Also das ist ja eigentlich ein Vorteil. Und also bis zu dem Eurohawk oder Eurohawk-Skandal, über den ich ja jetzt nicht näher reden werde, da könnte man auch eine Menge zu sagen, aber darum geht es ja hier nicht, hat der Verteidigungsministerium auch sehr offensiv betont, sie möchten diese Debatte führen. Ich denke, das hat sich jetzt geändert. Insgesamt, also wenn wir über die Reaper und Predator reden, also die Kampfdrohnen, das zählt aber auch gleichzeitig für die israelischen, kommen wir mittlerweile natürlich auf viele Millionen Flugstunden. Dennoch ist natürlich die Quote der Abstürze oder der verloren gegangenen Systeme, nenne ich es jetzt mal, Abschüsse gibt es ja sehr wenig, deutlich schlechter als im normalen zivilen Luftverkehr. Und die Implikationen daraus, zu denen will ich nochmal kurz kommen, weil die bisher ja noch nicht wirklich besprochen worden. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich lasse das jetzt mal weg. Ich hätte jetzt da noch, aber ich lasse es mal weg. Aber vielleicht noch eine Sache, weil das vorhin kurz fiel zu der Global Hawk. Und weil ich gerade diese zivile Luftfahrt ansprach. Bei diesem System ist es halt notwendig, dass man in den zivilen Luftraum eingreift. Ist einfach mal eine Notwendigkeit. In Deutschland wurden zum Beispiel vorgesehen, in den USA ist es so ähnlich, dass man eben bestimmte Stützpunkte hat, die für den Notfall benutzt werden können, für diese ist eine Aufklärungsdrohne, die sehr lange in der Luft bleibt und eben so eine Heimatflughäfen. Und die Amerikaner lösen das auf eine einfache Weise, das ist auch lange bekannt, dass sie das so machen, die sperren halt für das Aufsteigen und für das Landen den Luftraum in diesem Umkreis. Sie haben aber natürlich in den USA auch sehr große Sperrgebiete, wo das nicht sehr stark eingreift. In Europa wären ja so eine temporären Luftsperrungen natürlich schwer zu machen. Das hat natürlich Rückwirkungen auf den zivilen Luftverkehr. Weil die einzige Möglichkeit, wenn man das ernsthaft machen wollte, dass die solche Formen von Drohnen landen in Europa, wäre natürlich, dass man zivile Sicherheitsregeln, die im zivilen Raum durch die ICAO festgelegt werden, einschränkt. Bitte. Frage, warum jetzt noch ein oder zwei Mikros. Das zweite ist da vorne. Ja, weil ich mich bewege.
eine Verständnisfrage. Warum muss man Luftraum sperren, so viel ich weiß, die Drohne ist ja nicht bewaffnet? Ja, also ich, ich will mal so sagen, ich bin natürlich kein Spezialist in den rechtlichen Fragen. Ich hatte natürlich in letzter Zeit sehr häufig die Gelegenheit, mir das erklären zu lassen, weil die Drohnenveranstaltungen, gerade in Berlin, da gibt es ja so einige. Da geht es einerseits um die Frage, wie man mit Collisions umgeht, also mit den Ausweichmanövern, aber ich glaube, die Grundursache für die Probleme, die im Vergleich zu dem zivilen Luftverkehr bestehen, liegen natürlich in der Fernsteuerung und der Frage, wie man darauf vorbereitet ist, falls diese Verbindung abreißt. Und da man im zivilen Luftraum bisher diese unbemannten Verkehrsflugzeuge, wie sie jetzt mal nennen, ja nicht zulässt, kann man durch die Luftraumsperrung erreichen, dass eben in diesem gewissen Zeitraum gelandet und gestartet werden kann. Generell ist es so, es gibt ja einige Anfragen an die Bundesregierung hier, auch rechtlicher Art. Da sind bisher sehr wenige Antworten. Bisher behandelt man unbemannte Flugzeuge rechtlich vergleichbar, also genau unter denselben Regeln der zivilen Luftsicherheit wie bemannte. Man hat da keine großen Ausnahmen für Militär und bisher ist das Paradigma auch, dass es keine Einschränkungen in der zivilen Luftfahrt geben soll, nur weil die Militärs da gerne mal fliegen würden. Und wird natürlich, denke ich, in Zukunft die Frage sein, inwieweit das aufgewässert werden muss oder sozusagen ja, zumindest teilweise vielen Dank, eingeschränkt werden muss. Ich will weiter den Vortrag nicht aufhalten. Also technisch geht es und juristisch auch, aber das beantwortet schon die Frage. Ja, ich glaube, der eine Vorfall in Kabul, der jetzt auch durch die Presse ging, wo eben diese mittelgroße Drohne, also eine verhältnismäßig kleine zu den Reapers, kollidiert ist, beinahe mit so einem mit einem Verkehrsflugzeug, hat natürlich die Debatte, glaube ich, noch mal verändert. Also derzeit haben wir in Deutschland rund 130 Luftraumsperrgebiete, ständige. Und der Global Hawk wäre von Nordholz aus vermutlich dann auch über ein ständiges Luftraumsperrgebiet bis oberhalb der Luftverkehrsstraßen hätte er sich geschraubt. Und da ist das Fliegen. Und zum Thema Luftraumsperrgebiete, das mache ich 3 Monate vor, melde ich das beim Amt für Flugsicherheit an und dann kriege ich das. Ich muss da vielleicht erklären, das Schrauben bedeutet einfach nur, dass man nicht wie ein Verkehrsflugzeug quasi so startet, sondern man geht in die Höhe, indem man so eine Art Spirale fliegt, also nennen die Militärs Schrauben. Natürlich gibt es hier auch Sperrgebiete, die sind auch ausgewiesen, wer so eine Luftfahrtkarte mal gesehen hat, der findet die auch markiert. In Berlin also gibt es zum Beispiel auch neben den diesen militärischen Sperrgebieten auch Luftbeschränkungszonen, aber sie sind natürlich nicht vergleichbar mit dem, was die USA haben, schlicht auch, weil die natürlich größer sind, sehr viel mehr militärische Sperrzonen haben und Europa schlicht nicht so dünn besiedelt ist, klar. Also für diese Eurohawk, Globalhawk hatten sie ja 6 Flughäfen, sind jetzt auch öffentliche geworden, ausgemacht, von denen eben manche Heimat Häfen sind und eben Notfalllandehäfen. Gut, ich wollte darauf eigentlich jetzt nicht näher eingehen. Ja. Okay. Ich will noch ein anderes System hinweisen, was eigentlich nur mal einen anderen Aspekt der Technik zeigt. Also hier haben wir vor allen Dingen so ein optisch bisher das beste System, das ist das Argus. Autonomous Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance Imaging System. Ich fand ganz hübsch, dass sie daraus Argus gemacht haben. Auch Militärs haben ja offenbar ein bisschen Humor, wer sich mit der Mythologie ein bisschen beschäftigt. Naja, hier sehen wir jetzt also vor allen Dingen so eine optischen Aufklärungssysteme, die bisher so die besten sind. Also das ist so ein Gigapen rundum-Ding. Und die haben aber auch gleichzeitig immer eine elektronische, also die können natürlich auch eine Signal Intelligence machen. Auch also in dem Bereich, dass die also helikopterartig fliegen, gibt es mehrere Anbieter. Also man hat immer so diese Reaper und Predator im Auge, aber es gibt durchaus andere Bauformen und diese sogenannten, in der Presse heißen die mal Heli-Drohnen, was sich immer so ein bisschen verniedlichend anhört. Die sind aus meiner Sicht bisher noch nicht bewaffnet, aber es gibt welche, wo man das plant, also wo die Anbieter eine Nachbewaffnung möglicherweise machen würden. Aber üblicherweise sind so Aufklärungsdrohnen. Ich habe jetzt nochmal das Bild, was immer so ein bisschen auf die Debatte, die wir vorhin hatten, nämlich die Frage, ja,
weiß ich nicht, so Killerspiele, Videogame-Anmutung. Gibt ja einige Aufnahmen, die in den amerikanischen Operator-Zentralen gemacht wurden. Also die Militärs lassen ja ab und an Fotografen und Fernsehteams da rein in sehr begrenzten Ummaß. Da ist dieses Ausmaß, dieses Bild auch her. Aber für mich hatte also wenig diese Anmutung. In diesem Sinne, ich glaube auch, und entnimmt man ja auch den wenigen Informationen, die man von Operatoren, die auch Kampfeinsätze fliegen, hat, dass es also keine unemotionale Sache ist. Also man ist natürlich weit weg von den Opfern, und von diesen Operatoren werden wohl die wenigsten jemals ein pakistanisches Dorf gesehen haben oder eins in Jemen. Aber dennoch hat man durch die Sensorikdaten, Telemetrie und so weiter, natürlich schon ein sehr klares Bild, auf was man da schießt. Also dieses Argument zieht aus meiner Sicht nicht. Das könnte man, aber gut, da kann man drüber debattieren. Ich selber würde als so eine Operator natürlich nicht arbeiten wollen, aber das ist natürlich auch immer eine ethische Frage für jeden selbst, ob er sowas macht oder ob er sich überhaupt an militärischen Sachen beteiligt. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich will ein bisschen was zur Autonomie sagen, aber ich will nichts wiederholen, sondern nur die Sachen sagen, die mir interessant erscheinen, die noch nicht erwähnt wurden. Wir wissen, dass es derzeit menschliche Operators gibt, wir haben ja vorhin gehört, dass es gewisse akzeptable Zeitfenster gibt, in denen man auch mal die Verbindung verliert, aber Prozeduren dafür, was dann geschieht. Und zwar hat der aber nicht nur die Aufgabe, Ziel und den Abschluss vorzugeben und letztlich auch auszulösen, so es dann sein muss, sondern es ist eine kontinuierliche menschliche Kontrolle. Es ist nicht unbedingt furchtbar notwendig, auch Verkehrsflugzeuge, die Flugkapitäne haben, sind natürlich heute in der Lage, relativ autonom zu fliegen, aber die Regeln im zivilen Luftverkehr verbieten natürlich, dass man dort keinen Menschen hat. Für mich ist aber ein anderer Punkt aus technischer Hinsicht hier wichtig. Will man die Autonomiefrage daran debattieren, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob ein Mensch mit den Fähigkeiten, die sein Gehirn nun mal hat, eigentlich in der Lage ist, die Menge an Sensordaten, die da rausfällt, sowohl optisch wie alle Sensordaten, die sehr mittlerweile unter großer Datenstrom, der da vermittelt wird, überhaupt verarbeiten kann. Also was heißt, dass ein Teil der Entscheidungen natürlich auch algorithmisch erfolgen, und das wird in Zukunft natürlich zunehmen. Wir sind einfach als Menschen nur in der Lage, eine gewisse Menge Informationen zu verarbeiten und müssen uns helfen lassen durch diejenigen, die die Software schreiben und die diese Waffensysteme entwerfen. Insofern ist die Autonomie von dieser Hinsicht her für mich eine interessante Frage, inwieweit wir wirklich noch autonom entscheiden können. Ja. Und ich denke, dass natürlich ein Computer in mancherlei Hinsicht schneller ist. Er kann natürlich mehr Sensordaten verarbeiten. Das könnte also durchaus auch eine positive Sache sein, die Autonomie zu erhöhen. Von der ethischen Sicht ist es natürlich eine ganz andere Frage, also klar. Aber ja, dieser technische Punkt, dass natürlich auch die Menge der Daten größer wird, das ist ja auch nicht nur, was die Drohne selbst an Daten durch ihre Sensorik aufzeichnet und übermittelt, sondern natürlich auch Daten, die hinzukommen, die aus anderen Überwachungssystemen oder überhaupt anderen Informationssystemen dazukommen. Und letztlich wird sich der Mensch immer auch auf Teilhilfe des Computers, und zwar in zunehmendem Maße, verlassen müssen. Zu dem anderen, doch, ich muss noch einen Punkt zu der Muster- und Anomalieerkennung sagen. Ich meine, wer sich mal ein bisschen umtut, auf den Kriegstagungen, die sich immer so Tagungen für Wehrtechnik nennen oder so, die haben auch so lustige Euphemismen wie die Juristen. Da sieht man natürlich sehr doll, wo der Zug dahin geht. Ja. Einfach, da geht es um solche Fragen wie Anomalieerkennung. Damit meine ich so was Musteranomalieerkennung, zum Beispiel ruckartige Bewegungen oder bestimmte Fluchtbewegungsmuster von Fahrzeugen und dergleichen. Und hier haben wir andere ethische Fragen, denn auch hier ist es natürlich so, wenn es solche Algorithmen gibt, und das ist heute relativ einfach möglich, ich habe mir kürzlich eins zeigen lassen, so Taschendiebe und so was, also im zivilen Bereich. Ich habe sonst nicht so die Militärkontakte im zivilen Bereich. Da kann man also zum Beispiel ruckartige Bewegungen wie von Handtaschendieben schon sehr gut detektieren. Wenn man sich eben so ansieht, die sind ja in der Regel, also die Themen dieser Wehrtagung sind ja in der Regel öffentlich, dann sieht man natürlich sehr stark, dass es dahin geht. Und da stellen sich natürlich Fragen. Also, denn wenn ein Algorithmus sozusagen den Operator darauf hinweist, dass hier also eine typische Bewegung ist oder eine vorher als für den Kampf relevante
Anomalie in der Bewegung, dann wird es natürlich schwierig. Bei der Biometrie, was ich bisher gesehen habe, halte ich für relativ, also das klingt für mich sehr stark noch nach Science Fiction, also in Filmen gibt es das ja schon, das hängt damit zusammen, dass es nur gewisse biometrische Merkmale bei Personen gibt, die man auch aus einer Höhe erkennen kann. Also etwa Gesichtserkennung oder dergleichen ist sehr schwer möglich, wenn man dafür in der Regel zumindest halbwegs frontalen Zugriff und eine gute homogene Lichtsituation braucht und es sehr schwer ist, das so von schräg oben oder dergleichen zu machen. Aber der Trend könnte natürlich dazu multimodalen Systemen hingehen, also dass man mehrere Merkmale eines Menschen aufzeichnet, etwa der Gang eines Menschen, sowohl wenn er normal läuft wie auch wenn er rennt, sind sehr individuell. Ich halte aber diese biometrischen Verfahren, das sieht man auch auf den Tagungen Wehrtechnik heißen sie immer, wird bisher noch wenig besprochen. Vielleicht mal in Zukunft, kann ich schwer sagen. Aber ich glaube, so für die typischen, dass man jetzt so eine Gesichtserkennung und dergleichen macht, halte ich es noch für technisch schwer möglich. Letztlich, es ist noch ein Punkt, der mir wichtig erscheint, wenn man über die Autonomie redet. Das wurde hier wenig angesprochen, weil das, glaube ich, keine völkerrechtliche Frage ist, sondern eher eine der Jurisdiktion oder der militärischen Regeln in dem Land. Also in Amerika ist ja ein großer Teil der Rules of Engagement für Drohnen bekannt, nicht alle, passend geheim, aber es richtet sich natürlich auch sehr stark danach, wie diese, ich weiß nicht, wie die in Deutschland heißen, Einsatzregeln oder so, ich hatte jetzt bloß den englischen Terminus, die bestimmen natürlich auch sehr stark, wie diese Systeme eingesetzt werden dürfen. Das ist, glaube ich, ein bisschen jenseits der völkerrechtlichen Regeln, da ist ja jeder Staat auch autonom. Und andere ist, ich habe jetzt mal so ein Video mitgebracht, die ganze Koordinierung und da komme ich gleich zu Schwarmverhalten, da komme ich gleich nochmal zu. Das ist auch in den Wehrtechnik-Tagungen jetzt deutlicher zu sehen, dass man also darüber spricht, wie sich vor allem kleinere Drohnen, die auch nicht unbedingt, also zum Beispiel Kampfdrohnen zuarbeiten, koordinieren können, besser untereinander kommunizieren können und wie sie eventuell Sensordaten austauschen können, um eben ein verbessertes Lagebild zu haben. Aber ich will vorher, bevor ich zu diesem Schwarmverhalten nochmal komme, habe ich so ein Beispiel mitgebracht. Die Grundfrage, die, glaube ich, für jede Positionierung zu diesen Waffen gestellt oder die man beantworten muss, die sollte man wahrscheinlich, ich lasse jetzt mal die Punkte weg, die wir schon hatten. Wir haben die oben drei alle angesprochen, aber der vierte Punkt scheint mir noch heute nicht so doll angesprochen zu sein, nämlich die Reaktionsschnelligkeit. Der Krieg ist ja dadurch gekennzeichnet, das sieht man im Irak sehr gut oder in Afghanistan, dass natürlich ein logistisch hoher Aufwand ist. Da müssen also sowohl Gerät wie eben auch Menschen dahin transportiert werden, ist unglaublich aufwendig und eben nur zu einem gewissen Maß schnell. Wir erinnern uns ja nach der Mobilmachung, das war ja noch Bush, also bis es losging in Afghanistan, das zieht sich halt hin. Und diese Reaktionsschnelligkeit, die ändert natürlich auch die Taktiken im Krieg, wenn man sich jetzt mal auf diese militärische Logik einlassen will. Und dieser Punkt scheint mir wichtig, wenn man sich zu Drohnen positionieren will, dass es natürlich aufgrund der Geschwindigkeit, mit denen man eben die in Gang setzen kann, Änderungen in der Taktik gibt. Ich denke, da ist die Hemmschwelle, über die ja viel gesprochen wird bei Drohnen, niedriger. Aber ich habe noch ein paar mehr Punkte, die ich da ansprechen will. Das wird mal weg. Ich fand es ganz lustig, dass du ziemlich genau das Argument brachtest. Also so. Der EC bringt, also diese, das ist eine Aussage von Thomas de Maizière, dass es eben eigentlich auch nur eine Weiterentwicklung sei vom Pfeil und Bogen. Der Bundestag kommt übrigens zu einer anderen Entscheidung, das ist mir wichtig, zu einer Bewertung. Und die sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Bundestagsdrucksache vom Januar 2013. Aus den Einsatzerfahrungen der Bundeswehr wird deutlich, dass eine durchhaltefähige bewaffnete Aufklärung, Armed Overwatch, in heutigen und wahrscheinlichen Einsatzszenarien als Schutz bei plötzlich auftretenden gravierenden Lageänderungen unbedingt erforderlich ist. Sicher. Außerdem werden durch diese Fähigkeit gegnerische Kräfte einer ständigen und für sie nicht prognostizierbaren Bedrohung ausgesetzt und in ihrem Handlungsspielraum eingeengt. Das heißt, die Tatsache, dass es natürlich eine Form von, vorhin hat jemand Staatsterror gesagt, ist, die sieht die Bundesregierung sehr wohl. Und das ist für mich natürlich eine qualitativ andere Sache. Natürlich das Argument, dass vielleicht ein Tiefflug auch eine unglaublich abschreckende Wirkung haben kann und die Bevölkerung einschüchtert, mag alles sein. Aber ich denke, dass die Verfügbarkeit von sehr viel mehr Drohnen
und die Reaktionsschnelligkeit dazu führt, dass es eben doch keine Waffe wie jede andere ist und dass die Bundesregierung das zumindest anerkennt, halte ich für einen guten Schritt, denn das wird ja dazu führen, wie auch die Bundesregierung den Einsatz solcher Drohnen letztlich in Zukunft bewerten wird. Fand ich doch ganz interessant, ganz im Gegensatz zu dem, was de Maizière also gebetsmühlenartig sagt, ist die Aussage der Bundesregierung aus meiner Sicht wesentlich klarer. Das hatte ich schon, die pakistanischen Nächte, ich kann jedem nur empfehlen, dieses Living Under Drone sich anzuschauen. Wir können uns halt glücklich schätzen, dass wenn wir nicht gerade nach Jemen oder Pakistan reisen, also uns das nicht droht, weil wir sozusagen als Freunde gelten, aber in dem es wird doch sehr plastisch, wie sich das anfühlt. Und da sind auch diese Double-Tapping ganz gut beschrieben. Eine andere Sache ist die demokratische Kontrolle. Wenn die Regeln dafür, in den USA sieht man das ja sehr gut, geheim sind, das ist nun mal auch ein geheim tagendes Gremium, auch die Kriterien, nachdem man auf die Targeted List kommt, sind geheim, dann kann man natürlich eine demokratische Kontrolle nicht durchführen, also noch anders als bei den Kontrollen, die wir so üblicherweise in parlamentarischen Kontrollgremien haben, die zwar auch geheim tagen, aber wo das Parlament ja noch in irgendeine Form von Oberhoheit hat, ist es bisher hier bei den Ländern, die Kampfdrohnen einsetzen, also einsetzen im Sinne von abschießen, bisher demokratisch so nicht kontrolliert, wie wir Rechtsstaat in der Regel meinen, nämlich dass das Parlament irgendein Mitspracherecht hat. Das andere, das hatte ich erwähnt, das Wettrüsten auf Kosten etablierter Sicherheitsstandard. Ich kann mir eigentlich technisch nicht vorstellen, dass man die Regeln, wie sie sich in den vielen Jahrzehnten im internationalen, auch sehr, sehr ausgebauten Luftverkehr etabliert haben, so halten können wird, wenn man militärische Drohnen in zivilen Gebieten, die zumindest westlicher Natur sind, also ein hohen Flugverkehr aufkommen hat, dann wird man diese etablierten Sicherheitsstandards in bestimmten Fällen einschränken müssen. Wir haben ja eine sehr geringe Quote von Abstürzen, weil sich einfach über die Jahrzehnte im zivilen Luftverkehr sehr viele Standards herausgebildet haben. Also man mag das manchmal für übertrieben halten, aber das ist ja eine sehr stark regulierte Branche auf allen Ebenen. Kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Die Bundeswehr Angehörige, mit denen ich also kürzlich darüber so debattiert habe, ducken sich da auch mal so ein bisschen weg. Also klar, mag auch an der Eurohawk-Debatte liegen, die jetzt gerade eben aktuell ist, da sollte man vielleicht im halben Jahr nochmal drüber sprechen. Über die Schwelle haben wir schon gesprochen, lasse ich jetzt mal weg. Die extreme Beschleunigung hatte ich betont, also zumindest im Sinne von, also wenn man jetzt so ein bisschen die Geschichte von Kriegen ansieht, also die Zeiten, wo irgendwie sich nach mehreren Wochen zwei Heere irgendwie gegenüberstehen, ist ja längst vorbei, also dass die Zivilgesellschaft mit betroffen ist, ist ja klar, aber diese extreme Beschleunigung ist, denke ich, nochmal ein qualitativer Sprung. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen die Informatikbereiche, ich bin ja ein Techie, also insofern interessiert mich natürlich auch, inwieweit ganz normale zivile Forschung drohnenrelevant ist, sodass es hier natürlich auch eine gewisse eine gegenseitige Verstärkung gibt. Also der Großteil der Basistechnologien von diesen Drohnen hat mit Militär in erster Linie gar nichts zu tun. Die sind andere Sprünge, technologische, die wir alle benutzen, die aber einfach dazu geführt haben, dass man sie in diese Waffensysteme integrieren kann. Und auch heute ist es eigentlich so, dass ein Großteil der Forschung, die man braucht, hat eigentlich mit dem Militär nicht unbedingt zu tun. Trotzdem gibt es natürlich, in Deutschland ist es insbesondere die Fraunhofer-Gesellschaft, also die ganz klar irgendwie Kriegsforschung macht. Also auch auf diesen Werttechniktagungen, ne, sieht man ja auch immer, wer das macht. Es gibt ja auch einige Universitäten, die haben keine Zivilklausel und also da gibt es natürlich Zusammenarbeit. Aber trotzdem sind die Techniken, die dort verbaut werden, die man aber braucht, nicht unbedingt militärischer Natur. Das ist also ein zweites Argument neben der Tatsache, dass eben Drohnen generell im Zivilen gut benutzt werden können, weil sie einfach viele Dinge praktisch wären. Und es wird auch kommen, es wird jetzt auch verkauft werden. Das ist einmal die Frage der autonomen Navigation. Da gibt es sehr viele Verfahren, da wird extrem viel geforscht. Ist auch mal sehr interessant, also was sich Drohnenforscher im Zivilen so ausdenken, wie man autonom navigieren kann, etwa bei Ausfall des GPS oder Ausfall der Satellitenverbindung. Da gibt es natürlich heute viel mehr Möglichkeiten als noch vor 10 Jahren. Eine kontextsensitive Datenanalyse, alle Techniken, die mit dem Militär wenig zu tun haben, oder Stichwort Big Data, aber auch generell natürlich der Preisverfall bei Regelungstechnik, bei Prozessortechnik, bei Speichern. Das kommt natürlich auch alles überhaupt erst der Möglichkeit entgegen, wie man so eine Drohne heute bauen kann und wie man auch mit einer ordentlichen Datenkompression und natürlich auch einer ordentlichen Datenverschlüsselung die vielen
Sensordaten auch zu dem Operator kriegt. Aus meiner Sicht ist bisher, also anders als wir da im Eingangsvortrag hatten, kein Fall bekannt, dass jemand eine Drohne übernommen hätte durch Hacking, auch in dem, also niemand hat wirklich den Iranern geglaubt, dass sie die Steuerung der Drohne übernommen hätten. Also die sie ja natürlich dann auch mit großem PR davor geführt hatten. Eine andere Frage ist natürlich Jamming, also die Möglichkeit, dass man versucht, die Verbindung zu einer Drohne absichtlich zu unterminieren. Das ist natürlich für den Satelliten schwierig, kann man sich vorstellen, weil also die Satellitenverbindung ist ja über der Drohne, aber natürlich solange die von der Bodenstation gesteuert wird, also die Übernahme erfolgt ja ab einer bestimmten Höhe, könnte man sich vorstellen, in der Praxis denke ich, dass andere Abwehrmöglichkeiten wahrscheinlich vorgezogen werden. Als letzter Punkt habe ich natürlich noch die ganze Frage der Energieeffizienz, Antrieb, Batterie, Versorgung, aber natürlich auch der Flugmanövrierung. Man muss halt nicht Rücksicht nehmen auf irgendeinen menschlichen Körper. Man kann also Flugmanöver fliegen, die ein Mensch nicht so gerne hätte. Ist natürlich ein Vorteil und da hat sich jetzt eine Menge getan, auch aus dieser zivilen Forschung. Da habe ich auch gleich nochmal ein Beispiel. Das ist jetzt hier auch so, ist tatsächlich auch zivil, also sind, hier sieht man mal diese Koordinierung, ich habe leider keinen besseren Film, also die, hier steuert niemand mehr, sondern die, diese sechs, nee, acht sind es glaube ich, diese Quadrocopter können sich selbst koordinieren, also sie sind schon längst in der Lage, die Position des anderen in Echtzeit zu berechnen, dafür gibt es viele Beispiele, auch sehr viele zivile Forschung in den USA, in der Regel mit einem militärischen Background, aber hier auch in Deutschland zivile Forschung, man sieht ja mal, da fällt eine runter, macht aber nichts, also ich glaube jedenfalls, dass gleich einer runterfällt. Also zum einen sich koordinieren, dass man gleichzeitig weiß sozusagen, dass man andere Formationen einnimmt, wenn einer ausfällt und dergleichen. Das ist natürlich alles hier so im preiswerten Bereich. Ich glaube auch, dass diese kleineren Drohnen militärisch natürlich interessant werden. Also im polizeilichen Bereich ist es ja derzeit schon so. Oder an dem Beispiel in Istanbul hat man da glaube ich auch gesehen. Eine andere Frage sind die Zahlen, die tatsächlich ja jetzt von der Regierung auch selbst veröffentlicht wurden. Ich will die mal nennen, weil wir ja die USA jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Wir sehen also, dass doch ganz im Gegensatz sozusagen zu der öffentlichen Meinung über Bush eigentlich erst mit der Obama-Regierung die Anzahl zugenommen hat. Das sind also die offiziellen Zahlen über die Drohnenangriffe. Keine Informationen näherer Art gibt es natürlich darüber, wie viele Menschen denen jeweils zum Opfer fielen und wer die sind. Ich kann mit dem Begriff Kombattanten ja mal wenig anfangen, das ist ja so merkwürdiger, aber gut. Was es natürlich gibt, sind die Afghan Warlocks. Wir erinnern uns ziemlich vergessen in der Geschichte, dass vor dem Collateral Murder Video, was glaube ich auch so ein bisschen zeigt, wie Operators, also in dem Fall ja von einem Hubschrauber aus denken, also das ist ja auch ein ziemlich erschreckendes Beispiel. Wahrscheinlich habt ihr alle Collateral Murder gesehen. Aber interessanter sind eigentlich die Afghan Warfights, die den Einsatz der Drohnen in Afghanistan und Pakistan auch ganz gut gezeigt haben. Man konnte die allerdings sehr schwer selbst lesen. Die sind halt voller militärischer Akronyme. Dennoch haben sich ja doch einige Forscher die Mühe gemacht, die auch auszuwerten. Und insofern decken sich die offiziellen Zahlen, die Amerikaner rausgeben, auch damit. Diese Menschenrechtsorganisationen, die ich jetzt annehme, die die Zahlen veröffentlicht haben, haben übrigens im Einklang gemacht mit diesen Living Under Drone-Forschern. Die kommen auch auf ungefähr 3.500 getötete Zivilisten. Bei den Menschenrechtsorganisationen gibt es auch noch eine Anzahl über Kinder. Ich habe die aber weggelassen, weil ich, also ich sehe einfach keinen, also kann nicht erkennen, wo die diese Informationen herhaben wollen. Also ich weiß nicht. Insofern habe ich es mal weggelassen. Also wie viel Prozent davon Kinder sind, weiß man nicht. In den USA wird natürlich der Minderjährige sehr debattiert, der Sohn von einem angeblichen Terrorverdächtigen war, weil der eben Amerikaner war und weil er minderjährig war. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum Obama überhaupt in seiner Rede so stark thematisiert hat, denn da geht es ja immer nicht um diese 3.500, sondern um die Amerikaner. Ich habe jetzt mal die Rede. Achso, ja, die Begründung liefert er in der Rede. Die Begründung, also die Legitimität, über die wir auch vorhin sprachen, er leitet die ab aus der überparteilichen übrigens Zustimmung des Kongresses zu den Kriegseinsätzen. Also daraus leitet sich sozusagen dieser, sicherlich nicht unbedingt rechtlich, aber von der Legitimität her, der Anspruch her, so hat er selbst gesagt. Und die Zahlen sind auch vom US-Verteidigungsministerium, also die haben derzeit etwa 6.000 Drohnen ganz unterschiedlicher Klassen.
sind davon mehrere hundert, genaue Zahlen sind nicht bekannt, Predator-Drohnen und geplant ist, das hat sich auch nicht verändert nach der Grundsatzrede, die Department of Defense, also Verteidigungsministerium-Flotte, auf etwa 8000 Drohnen zu erweitern. Die CIA hat allerdings eine eigene. Seit der Rede von Obama ist aber angekündigt, dass diese Drohnenflotte dem Department of, also Pentagon, unterstellt wird. Das ist nicht so ungewöhnlich, diese Rochaden. In Amerika gibt es so alle 10, 20 Jahre, dass also die die Oberhoheit verschoben wird, halte das für ein, ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ich denke, das, die CIA ist so wenig zur Verantwortung zu ziehen wie die Militärs für die völkerrechtlich ja recht unumstritten, völkerrechtswidrigen Angriffe in, wie ist noch der juristische Terminus für, wir haben keinen Krieg, nicht bewaffneten Konflikten. Ne. Es gibt auch Angaben für die Ausgaben in der Dekade, da sind wir bei 37 Milliarden Dollar. So ist es zumindest geplant. Also ob sie die realisieren, wird nochmal eine andere Frage sein. Die, in der Rede hat er auch noch ein paar konkrete Angaben gemacht. Das ist das erste Mal, dass es eine State of the Union, also eine Rede an die Nation gibt, die dieses Problem aufgreift. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ein anderer Staatsführer das bisher auch so länglich, die kann man sich übrigens natürlich anhören, die hängt im Netz. Auch die Amerikaner sind da schon ziemlich weit. Er kündigt eine Neuausrichtung an. Allerdings bleiben die Befehlsstrukturen nach seinen Angaben gleich. Für das Targeting Killing, die sehen ja so aus, dass er zusammen mit seinem Koordinator letztlich über jede einzelne von diesen Tötungen entscheidet. Auch die Kriterien bleiben leider geheim, da wird sich also nichts ändern. Eine Forderung der Zivilgesellschaft in den USA ist ja, dass man wenigstens die Kriterien offenlegt, nachdem irgendjemand ja, als Terrorist verdächtigt wird. Die Amerikaner haben allerdings eine Terrordefinition. Die ist lustigerweise, also die ist selbstbezüglich. Terror ist wer, naja. Er kündigt an, dass neben dem, der Frage von Afghanistan, den, was jetzt sozusagen als Krieg anerkannt ist, auch die unerklärten Kriege in Pakistan, Jemen und Somalia fortgeführt werden. Er sagt in der Rede, dass das also notwendig sei, dass das also fortgeführt wird. Er wird aber nach seinen Angaben strengere Kriterien anlegen an der Targeting Killing so, dass der Tod von Zivilisten in Zukunft so gut wie ausgeschlossen sein soll. Und ich hatte gesagt, die parallelen Drohnenflotten, die sollen vollständig ins Pentagon übergehen, was denke ich nicht so, also auch rechtlich keinen großen Unterschied macht. Das lasse ich jetzt mal weg. Kann man, wobei, also das Zitat darauf kommt es wirklich nicht an. Also einfach, ich wusste nicht, dass ein Völkerrechtler hier ist, als ich. Der Punkt ist nur, die Senatsanhörung am 23. April, die kann man sich wirklich gerne mal anhören. Das ist durchaus so, dass sich nicht alle Völkerrechtler in diesem Wenn-Dann verlieren, auch in der Bundeswehr nicht. Es ist tatsächlich so, dass viele Völkerrechtler sehr klare Standpunkte einnehmen, obwohl die in der Jurisdiktion umstritten sind. Das ist bei den Angehörigen der Bundeswehr Universitäten durchaus verbreitet, dass man eine starke juristische Meinung vertritt, die auch nicht immer nur die herrschende Meinung sein soll. Und hier sieht man das auch sehr gut. In der Anhörung sind eine ganze Menge juristische Einschätzungen zu hören, die ist auch öffentlich und auch ein, also so ein Fragespiel, wie es im US-Senat üblich ist. Ich finde, dass man viele von den Argumentationen durchaus auch übertragen kann in die Debatte, wenn wir die in Europa oder in Deutschland mal führen. Denn die Amerikaner sind einfach durch die Macht des Faktischen und einfach die Tatsache, dass diese Kampfdrohnen nun mal benutzt werden, ein Stück weiter in der Debatte. Und ich denke, da kann man ruhig einige Argumente aufnehmen. Also wer sich das mal ansehen will, lohnt sich durchaus. Ich habe noch mal eine andere Angabe, die wenig bekannt ist. Man redet immer so sehr viel über Amerika. Die Amerikaner sind aber nicht etwa die größten Exporteure. Der größte Exporteur mit Abstand ist immer noch Israel. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, weil Frost & Sullivan, weil so eine Wirtschaftsconsulting-Firma ist, die sehr teure Berichte verkaufen. So ein Bericht kann schon mal ein paar hundert Dollar kosten oder auch schon mal über 1000 Dollar. Allerdings gibt es immer eine Berichterstattung über die Frost und Sullivan Berichte, und das ist der aktuelle, der ist 3 Wochen alt. Da haben sie also die Exporte mal ausgewertet. Israel exportiert seit 2006 ohne diesen neuen Vertragsabschluss mit Indien, wird jetzt ein Großkunde, ungefähr in den letzten 8 Jahren für 4,6 Milliarden Dollar. Es schwankt aber sehr von Jahr zu Jahr. Mehr als die Hälfte davon wird nach Europa verkauft, fand ich überraschend. Insbesondere nach Großbritannien, die haben ja dieses Watchkeeper-Programm, wo sie auch eine Teilbewaffnung anstreben.
Ansonsten sind die Kunden in Deutschland, also die größten in Europa, laut der Studie Deutschland, Polen, Niederlande und Spanien. Und als Wachstums, fand ich auch so ein geiles Neusprecher, als Wachstumsmärkte sieht Israel als Anbieter vor allen Dingen Afrika, die Pazifikregion und Südamerika vor. Es gibt aber heute auch schon Verkäufer dahin in kleinem Umfang. Also wer die Studie, wenn die mal liegt, ich hätte die gerne, die ist echt extrem teuer. Also ich habe mich da mal registrieren lassen bei Frost & Sullivan, die hätte ich echt gern. Aber das war mir dann doch das Geld nicht wert. Also wenn die mal liegt, ich bitte darum, die mir zuzuschicken, falls sie jemand hat. Okay. Ich werde zu China nicht viel sagen, wir hatten das vorhin schon, das wird die kommende Wirtschaftsmacht dafür, und ich fand auch, dass die extrem ähnlich aussieht, also die haben ein Modell, was aussieht wie die Reaper und eins, was wie der Predator aussieht, also das ist sehr ähnlich, aber die haben, warte, ganz hübsch fand, auch schon diese Heli-Drohnen, aber in kleinerem, also die sehen fast ein bisschen wie Spielzeuge aus, also naja, ich werde über China jetzt nicht so sehr viel sagen. Ich will zum Schluss kommen. Und ich möchte natürlich ein paar absolute Minimalforderungen formulieren. Ich will das auch ganz klar sagen, also wenn sich die Piratenpartei nicht entschließt, zumindest zu ein paar Minimalforderungen zu kommen, die wenigstens nicht hinter dem zurückbleiben, was die Linken und die Grünen sich, oder was nicht weiter hinter zurückschreien werden, natürlich sehr enttäuschend für den CCC. Wir haben ja darüber recht viel geredet, also wie sich alle Parteien in Deutschland irgendwie positionieren. Das fänden wir natürlich schade, wenn das nicht so käme, aber ich weiß natürlich, dass die Prozesse, wie man zu einem Beschluss kommt und so weiter, nicht so einfach ist, aber ich glaube, es gibt ein paar Minimalforderungen. Das erste ist, ich hätte gerne ein weltweites Verbot des clandestinen Drohneneinsatzes, damit meine ich aller Art im zivilen und militärischen Bereich, also ich bin für verpflichtende Identifikatoren. Man muss sehen, dass die technische Entwicklung, die fortschreitet, auch der irgendwie gearteten Kontrolle dieser Waffentechnologien, aber auch der Aufklärungsdrohnen, aber auch der kleinen Drohnen. Also ich meine, wir reden ja letztlich auch im zivilen Bereich über meinen Nachbarvoyeur, zwingen diese Identifikatoren zulassen müssen. Und ich bin schwer dafür, dass man schlicht eine Abschusserlaubnis für jede nicht getaggte Drohne oder also die schlichte Identifikatoren, die man vorschreibt, nicht hat, zulässt. Das würde, glaube ich, den Missbrauch einschränken. Ja, bitte. Also neben der Forderung übrigens, dass ich gegen diese Kampfdrohnen bin. Abschusserlaubnis für wen? Mich, alle. Nicht okay. Identifiziert, kann vom Himmel. Ist ja so schwer nicht, wir machen da ja schon Tests. Okay, danke. Also die Forderung ist nicht neu und ich habe die mir auch nicht ausgedacht, aber ich habe natürlich letztlich mal die Gelegenheit gehabt, das auch mit Militärangehörigen zu debattieren, soweit ich von der Bundeswehr weiß, also von den Vertretern der Bundeswehr, die bei diesen Veranstaltungen waren, ist es durchaus so, dass das mit den Identifikatoren auf Zustimmung stößt. Denn die Frage, wenn man mal ein Drohnensystem hätte, was nicht sozusagen die eigene Mission und den Eigentümern nicht klar machen, das wird natürlich kommen in Zukunft. Wie geht man damit um? Das hat durchaus bei den Bundeswehrangehörigen ja so auf die Ohren gestoßen. Und andere ist ein Blackbox-Recorder, natürlich nicht in der Weise, wie man es vielleicht bei Flugzeugen, also Verkehrsflugzeugen kennt, die Passagiere transportieren, aber ich denke, Blackbox-Systeme wären heute möglich und auch in einer etwas kleineren Formen bei kleineren Drohnen auch kein Ding der Unmöglichkeit mehr aus meiner Sicht. Okay, das, also wie gesagt, ich betrachte das als eine Minimalanforderung, die man, glaube ich, an diese inhumanen Waffensysteme stellen sollte. Also natürlich, ich wäre sie gerne los, mir ist aber klar, dass eine Ächtung ein sehr weiter Weg ist. Ja. Ich finde das auch eine gute Idee, aber wie sollen diese Identifikatoren konkret aussehen, dass ich und du sehen können, wenn das Ding da in 10.000 Meter Höhe fliegt, keine Ahnung, Leben gehört dir. Also es also gibt dafür ein paar technische Vorschläge. Ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt ins Detail gehen. Man könnte natürlich ein Trägersignal benutzen, also um Identifikatoren zu machen. Also ehrlich gesagt ist mir die technische Umsetzung, soweit sie gewissen Minimalstandards entspricht, relativ egal. Ich würde das schon orientieren an der zivilen Luftfahrt, die ja auch so eine Identifikatoren hat. Letztlich, also die konkrete Form, ich könnte mir vorstellen, dass es Unterschiede macht, zum Beispiel zwischen großen Aufklärungsdrohnen oder Kampfdrohnen und zivil benutzten Drohnen, diese kleine Zeug, ja. Da
wird man sicherlich andere Systeme einbauen. Für mich ist die Pflicht wichtig, weniger die technische Umsetzung. Aber orientieren würde ich mich bei den, würde ich mich schon einfach an der zivilen Luftfahrt, zumindest was eben größere Drohnen, also so ab 100 Kilo. Ja. Soll ich das mal der Einfachheit halber so machen? Ist der Vortrag jetzt fertig? Dann machen wir jetzt Diskussion. Ich habe noch ein paar kleinere Punkte, wenn ich darf. Okay, also machen wir den Vortrag erst fertig und dann machen wir die Diskussionsrunde. Macht das jetzt auch ganz schnell. Okay. Ich wollte nur sagen, es gibt in Amerika, anders als das vorhin so rüberkam, einen ziemlich großen, jetzt glaube ich auch durch diese Prism-Veröffentlichung, relativ großen Widerstand. Man muss sich schon klar machen, dass die Prism-Daten auch für das Target and Killing benutzt wurden. Insofern gibt es dann natürlich jetzt so ein bisschen eine Überschneidung der Debatten. Ich habe leider kein besseres Bild. Das liegt daran, dass der Künstler, der diese Bilder gemacht hat und in New York aufgehangen hat, der ist mittlerweile verhaftet worden wegen nationaler Sicherheit unterminen oder so. Also der hat einfach also eine angeblichen Drohnenkampagnen im Namen des New York Police Department in New York aufgehängt. Einfach um natürlich, etwa kurz nach der Veröffentlichung von Living Under Drone, das hat ihn auch inspiriert. Also er wollte sozusagen klar machen, was das eigentlich für eine Bevölkerung bedeutet, wenn man unter diesen Drohnen lebt. Ich finde, er hat das auf eine sehr intelligente Art gemacht. Leider ist das für ihn persönlich nicht so gut aussehen. Also er wird bedroht mit schlimmen Haftstrafen. Also ich wollte nur sagen, dass es natürlich gibt, und das ist jetzt hier auch Teil der Kampagne gegen die Killer-Robots sein wird. Ich wollte eigentlich noch was sagen zu dem Wettrüsten bei der Abwehr. Also abschießen kann man sie ja, das muss ich jetzt mal weglassen. Obwohl diese Laserabwehrsysteme sind auch ziemlich spannend. Egal. Ich habe jetzt noch ein Beispiel, wollte ich euch mal zeigen, weil ich glaube, man macht sich nicht klar, was Manövrierfähigkeit heute bedeutet. Und ich habe das mal mitgebracht, das ist eins von vielen Projekten, das ist so ein Nanocopter. Wenn man sich vorstellen kann, wie die heute navigieren, die zeigen das gleich mal. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass man sich das vorstellen kann. Weil ich nämlich glaube, dass der Trend zur Miniaturisierung eher zunehmen wird, weil es kostet einfach nichts, das ist also ein paar Euro. Jetzt guckt euch mal sozusagen an, das ist halt nicht mehr so richtig vergleichbar mit Flugsystemen, die man sonst so kennt. Die haben einfach, ich mache euch mal den Ton an, hört ihr immer diese fiese Geräusche? Also es ist halt nicht so richtig vergleichbar mit dem, was man heute an Fluggeräten hat, weil einfach natürlich andere Möglichkeiten bestehen aufgrund schon von Gewicht und so weiter. Das Ich nicht mehr abschießen, also das Problem bei diesem Ding besteht darin, dass es also deutlich zu laut ist, man hört es, also kann sich schlecht unter dem Tisch verstecken, aber ich fand also die Beweglichkeit, fand ich schon, also generell, wenn man so bei Boston Dynamics oder so guckt, den führenden Forscher, sieht man natürlich, dass in diesem ganzen Bereich der autonomen oder halbautonomen oder auch Landsysteme, da passiert einfach gerade eine Menge. Ist auch ganz hübsch. Das ist auch die Möglichkeit, sich auszutarieren. Das hat schon enorm zugenommen. Also wenn ich mich daran erinnere, wir hatten vor, ich glaube, es ist jetzt 5 Jahre her, die erste Moto-Drone. Also da war eine CCC-nahe Veranstaltung, wo verschiedene Drohnenteams so Parcours geflogen sind. Also dass man einfach, dass man mal eine bestimmte mit diesen kleinen Drohnen Routen fliegen kann und so weiter. Da hat sich schon eine Menge getan. Also damals hat das kein Team geschafft, aber da ist in 4-5 Jahren einfach so viel passiert. Klar, und das ist natürlich heute alles preiswerter. Ich lasse es jetzt mal weg, das ist noch länger. Ihr könnt es ja runterladen oder verlinken. Also es lohnt sich aus meiner Sicht. Die haben auch schon eine ordentliche Sensorik da eingebaut, denkt man ja nicht. Ach, zu guter Letzt, das ist jetzt aber echt meine letzte Folie, oder? Ich wollte, also das Buch von Daniel Suhr gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, Kill Decision, möchte ich eigentlich empfehlen. Das ist in manchen Punkten technisch vielleicht ein bisschen fragwürdig. Also ich habe manchmal beim Lesen, was man übrigens so in der Nacht wegliest, also das ist nicht unbedingt hohe Literatur, sondern eher auch Unterhaltungsthriller, ein bisschen wie ein Drehbuch geschrieben. Er lohnt sich durchaus, weil er so ein paar Punkte bringt, die klar machen, wohin es bei der Drohnenentwicklung geht. Und das ist natürlich auch
eine ganz andere Form von asymmetrischen Schlachten geben kann. Also in diesem Szenario, ohne dass ich viel spoilen will, ist es so, es geht um kleine Drohnen und die schießen auch mit kleinen Waffen und keine großen. Aber dadurch, dass sie sich in Schwärmen zusammentun, sind sie sehr effektiv. Also es lohnt sich, ich wollte es euch empfehlen zu lesen, die sich so in einer Nacht weg und gibt es auf Deutsch. Und dann höre ich jetzt erstmal auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Okay, die Diskussion ist eröffnet. Ich wollte gerade erzählen, der Henrik hier hat so was Ähnliches als Spielzeug. Das ist bei uns schon im Wohnzimmer rumgeflogen und jetzt ärgert er sich, dass er es nicht mitgebracht hat. Ich bin nicht ganz so manövrierfähig, aber... Ja, Diskussionsbeiträge bitte und Fragen. Ja, danke erstmal für den Vortrag, fand ich richtig gut. Übrigens auch die Forderungen, die wir morgen berücksichtigen sollten, um das Ganze mal zu entmystifizieren. Also es gibt die Möglichkeiten, Technisches umzusetzen, da gibt es verschiedene Wege. Das Ganze geht einfach nur über eine mögliche Signalerkennung. Das heißt jetzt nicht, dass wir da wortwörtlich Nummernschilder haben, die auch schwer zu erkennen sind und die Abschüsse erlauben. Das hat aber niemand behauptet, oder? Nee, aber ich habe es mir jetzt gerade so vorgestellt, dass es vielleicht so eine Erkennung, so Autoschilder ist, die erste Assoziation, die man da vielleicht hat. Aber genau. Ich fand, dass wichtige Punkte vorgekommen sind bezüglich demokratischer Kontrolle in allen drei Vorträgen und möchte dann nochmal kurz was zusammenfassen. Das eine betrifft die Wahrnehmungsschwelle, das ist die mediale Aufmerksamkeit, die wir als Bürger dann eben nicht mehr so haben, wenn ein bewaffneter Konflikt, um diesen Neusprech zu verwenden, irgendwo stattfindet unter Einsatz von Drohnen eben hauptsächlich. Das heißt, was wir in den Medien nicht so mitbekommen und das wahrscheinlich auch in dünn besiedelten Gebieten in dem entsprechenden Land, wo das umgesetzt werden würde, auch nicht so auf die Aufmerksamkeit stoßen würde, die es vielleicht verdient. Der andere Punkt wäre eben ganz klar, was noch nicht gesagt wurde, welche Bedeutung das Ganze für die Mandatierung von Kampfeinsätzen hat. Ab wann ist es eigentlich nötig, von Bundeswehreinsätzen zu sprechen, wann greift der Parlamentsvorbehalt immer, sagt der Völkerrechtler. Die Frage ist, inwiefern, das kannst du auch gleich beantworten, würde so ein komplett remote gesteuerter Drohnenangriff unter einen Parlamentsvorbehalt fallen? Also in Deutschland. Genau. In Deutschland. Okay. In Deutschland, genau. In anderen Ländern haben wir ja sowieso nicht so wirklich Parlamentsvorbehalte. Und die andere Demokratie-Problematik ist selbstverständlich die Geheimhaltung. Also das nur nochmal, um zusammenzufassen, weil das alles Themen sind, die wichtig sind, um eine Position dann dazu zu fassen. Dazu Philipp, oder? Vielleicht noch der Philipp und dann antwortest du dann. Nein, um Gottes Willen, ich nehme dir das überhaupt nicht übel, weil ich die Sprache ja selbst ulkig finde in weiten Teilen und sie macht es uns nun mal teilweise leichter, dann einfach nicht auf langwierige Definitionen zurückgreifen zu müssen, sondern wir wissen einfach genau, was wir dann untereinander meinen. Nur zu der Kennzeichnung auch nochmal, weil ich die Idee gut finde und wichtig finde und das vielleicht vorhin nicht ganz durchkam, es gibt diese Kennzeichnungspflicht ohnehin schon. Also zumindest für Streitkräfte, für militärische Luftfahrzeuge, die von Streitkräften eingesetzt werden, gibt es diese Kennzeichnungspflicht, die, wie sie eingehalten wird, steht auf einem anderen Blatt. Ich kann mich da immer nur, ich muss das auch dazu sagen, immer wieder, ich kann mich nicht auf die Durchsetzung des Rechts irgendwie berufen, ich kann nur das Recht darstellen, so wie es momentan besteht. Und da gibt es eben auch die Pflicht, die gilt auch für unbemannte Flugzeuge, militärische Luftfahrzeuge zu kennzeichnen mit einer Landesflagge oder einer Bündnisflagge. Und Zivile? Zivile, bei zivilen Luftfahrzeugen, das regelt sich, wie du schon gesagt hast, nach den Chicagoer Regeln und ICAO, meines Wissens müssten die wohl auch gekennzeichnet sein als Verkehrsflugzeuge. Aber bei kleineren Drohnen, die sich dann im Modellbereich, in der Modellgröße bewegen, da haben wir hier in Deutschland natürlich noch eine ganz unklare Rechtslage, weil sich das alles, was es da gibt an Recht, bezieht sich auf Modellflug und ist somit halt nicht anwendbar auf das, was wir jetzt an neuen Geräten da so erwarten haben. Ich will dazu eine kurze Bemerkung gerne machen, weil das nochmal diesen Bereich der Ächtung angeht. Für mich sind die Identifikatoren auch ein Mittel,
um eine zumindest Teilächtung, die ich in naher Zukunft anstreben würde, also die ich auch für realistisch halte, durchzusetzen. Denn zu den Identifikatoren zählt für mich genau diese Abschusserlaubnis. Das ist ja so, Waffenächtungen sind ja unterschiedlich wirksam in der Geschichte gewesen, ja. Das hat auch damit mit dem Grad ihrer Inhumanität zu tun. Ja. Das wird ja anders gesehen bei Biowaffen, Atomwaffen oder Chemiewaffen. Aber es gibt ja tatsächlich einige Ächtungen von Waffen, also anders jetzt als bei Antipersonenminen oder bei Chemiewaffen, die einfach faktisch immer noch benutzt werden, meistens von Diktatoren. Es gibt ja einige, da hat das tatsächlich gezogen. Ein Beispiel dafür wäre, zu meinem Erstaunen, hat mir übrigens ein Bundeswehrgeneral neulich erzählt, sind Blendwaffen. Blendwaffen, die ja zur Erblindung der Gegner führen, sind tatsächlich, also sie werden auch, sind auch nicht mehr im Einsatz. Ja? Das finde ich natürlich erstaunlich, obwohl die jetzt auch nicht so viel inhumaner sind als. Und für mich wäre die Möglichkeit, eine Ächtung durchzusetzen mit dieser Abschusserlaubnis, natürlich das erste Mal eine Möglichkeit, das durchzusetzen. Da bin ich einfach echt pragmatisch. Vor allen Dingen, ich denke da einfach an die Hackerspiele von morgen. Also, und auch an den zivilen Bereich, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Das wird ja sich nicht auf Militär beschränken. Ihr müsstet die, also mehr als Indigo halt jetzt auch nicht, müsst ihr weitergehen. Okay. Das ist in einem Fall 1, 2, 3, okay? Ja, 1, 2, ja genau. Ja. Besonders dann, wenn es an die Ingenieure geht, ne? Also, Scherz beiseite. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu dem ganzen Vortrag. Ächtung auf Einsatz als Waffensysteme oder allgemein? Weil ich glaube, dass auch dieses Poster, was hier eben gezeigt worden ist mit New York, auch die Diskussion in den USA unvollständig nur wiedergibt. Denn in den USA gibt es unterdessen 36.000 Drohnen per Ende des Jahres 2012, die im zivilen Bereich über den USA von unzähligen bis runter zu County Sheriff und Deputy, also County Sheriffs, eingesetzt werden, Drohnensysteme aller verschiedensten Klassen, die für verschiedenste... Auch die Außengrenzen. Nein, im Land selber, ja, auch Überwachung von Straßen, die werden unterdessen zur Überwachung der Geschwindigkeit werden Drohnen eingesetzt auf Highways und so weiter. Und da hat es schon eklatante Unfälle gegeben. Also ich wollte jetzt eigentlich darauf ja auch gar nicht weiter eingehen, darüber was erzählen, sondern ich wollte fragen, ob das auch diese, sagen wir mal, im zivilen oder im inneren Bereich einzusetzenden Drohnen geht. Und ob hier heute noch ein Vortrag, überhaupt noch ein Vortrag vorgesehen ist, was hier über uns stattfindet. Weil ich sehe die eigentliche akute Bedrohung für mich, um egoistisch mich nur auszudrücken, aus dem, was der Staat und andere über mir mit den Drohnen anstellen, viel größer als ein paar Drohnen, die in der Welt rumfliegen und Bomben fallen lassen, worauf ich eh keinen Einfluss habe, weil die Bomben sowieso von Flugzeugen sonst runterfallen würden, was teurer wäre wahrscheinlich. Also ist nur mal die Frage darauf, ob diese Thematik noch angesprochen wird hier. Finde ich sehr zynisch zu sagen, mich selbst, möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Also weil mich, also natürlich interessieren, also ich habe nichts zu tun mit diesen pakistanischen Menschen, aber die finde ich im Zweifel wichtiger als mein Gefühl hier selbst. Nee, will ich eigentlich nicht weiter kommentieren. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Vermutlich ja. So, die nächste, der nächste ist, okay. Ja gut, dann es ist aber heute schon mehrfach genannt worden. Also wir reden hier, wenn wir darüber reden, dass die Bundesbahn Sprayer überwachen möchte und andere Dinge, da reden wir über den Bereich Mikrodrohnen, Minidrohnen, die im Spielzeugbereich laufen. Das heißt, der Bediener muss sie die ganze Zeit sehen können, maximal 500 Meter weit weg und darf maximal 30 Meter hoch. Alles, was darüber hinaus betrieben wird, auch Predator und so weiter, da bewegen wir uns im Luftraum und dafür bräuchten wir dann die entsprechenden Luftraumsperrgebiete. Die sind übrigens für jeden öffentlich einsehbar als NOTAM, Notice to Airmen, bei jedem Flughafen. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach nachzuvollziehen, wenn tatsächlich einer eine große Drohne fliegen möchte, um mich zu überwachen. Das muss im Luftraum angegeben sein, das könnte man entsprechend einfach nachvollziehen. Das andere, was ich mit Vorsicht genießen würde, wäre Drohnen abzulegen mit der Begründung, dass da relativ viele gezielte Tötungen mit durchgeführt werden, weil das nur ein gewisser Prozentsatz der Tötungen ist, die tatsächlich durchgeführt werden. Also da würden auch, lass es 10-15% sein, die mit Drohnen getötet werden und der Rest wird mit Spezialkräften, normalen Flugzeugen und anderen geboren. Ja. Klar, also
ist schon richtig. Also, aber das ist natürlich, das ist tatsächlich eine Frage der Haltung. Es ist mir schon klar, dass wir da einen prinzipiellen Unterschied haben. Zu der Sache mit dem Luftraum. Ich halte das durchaus für möglich, dass auch größere Drohnensysteme, die semi-autonom fliegen, also tatsächlich auch eine Fernsteuerung haben, im zivilen Bereich möglich werden, vor allen Dingen im Transportsektor. Klar, heute ist es viel Kleinkram und das wird sicherlich von der militärischen Seite interessanter werden, mit kleineren Drohnen umzugehen, aber andersrum auch. Weil ich glaube, so im Transportbereich ist es durchaus vorstellbar, dass es auch schwerere und eben wie Luftverkehrszeuge behandelbare Drohnen geben wird im zivilen Bereich. Für mich ist ja der Punkt an diesen militärischen Waffensystemen, dass diese Entwicklung im zivilen Bereich viele Behandlungen für mich anders machen als bei anderen Waffensystemen. Einfach weil es interessant wird für viele wirtschaftliche, zivile Bereiche. Und das hat man halt normalerweise bei Waffensystemen nicht. Das war ja nur mein Punkt, den ich machen wollte. Klar, heute sind alle diese Kleinzeug, das kann ich einfach losfliegen, das muss ich immer sehen. Theoretisch muss ich es sehen. Also praktisch heute auch schon anders geht. Gut. Aber warum sollen nicht auch zivile Drohnen deutlich größer werden und eher so im Transportbereich oder sowas? Das kann ja durchaus sein, das halte ich sogar für realistisch. Also und andersrum hinaus, ist eben die Militärs doch viel mehr kleine. Also das liegt vielleicht hieran. Also solltet ihr mal lesen. Ich sehe so zwei Punkte, die ich immer sehr kritisch in der ganzen Debatte finde. Das geht halt bei beiden irgendwie um militärische Einsätze von bewaffneten Drohnensystemen. Das eine ist, deswegen, ich dachte fast, du kommst da drauf mit deiner, hast du Echtzeit oder so gesagt, oder Reaktionsgeschwindigkeit. Das Problem ist einfach die Signallaufzeit, die das, die Sensordaten von der Drohne bis zum Piloten brauchen. Der fällt dann eine Entscheidung, gibt irgendeinen Befehl, der geht zurück. Das heißt, da habe ich Signallaufzeiten. Ich habe mal was gelesen, so eine Roundtrip-Time ist irgendwie sowas um 4 Sekunden für die Afghanistan-Einsätze von den USA. Das heißt, ich habe dann relativ lange oder große Latency. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit einem anderen System vor Ort oder eben mit meiner Drohne, wo ich ganz nah dran sitze, vielleicht selben Bautyps, dann habe ich einen riesen Vorteil, weil ich einfach schneller reagieren kann. Und so ein erster Schritt wäre, meine Drohne wird angegriffen, dass ich sage, okay, dann kann die Drohne ja vielleicht autonom zumindest über den Einsatz von Gegenmaßnahmen entscheiden. Was ich sagen will, meine Befürchtung ist, dass wenn wir mit bewaffneten Drohnensystemen ankommen, dass wir zwangsläufig irgendwann zu dem autonomen Einsatz der Waffensysteme kommen, weil es eben den Vorteil bietet, weil ich immer, oder ich muss die Piloten wieder näher dran bringen an die. Das ist so der eine Punkt, wo mich deine Einschätzung irgendwie interessieren würde. Und das andere mit der Kennzeichnungspflicht, ich glaube, das spricht auch ein ganz, ganz wichtiges Problem an, dieses Attributionsproblem, was wir sowieso haben in der Konfliktdomäne Cyberspace oder wie man sie nennen soll. Entschuldigung, ich wollte jetzt nichts. Nein, aber das Problem, dass ich eben, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Drohne elektronisch angreife, du hast gesagt, es gibt jetzt noch keine Berichte, dass es irgendwie passiert ist, dass jemand eine Drohne übernommen hat oder sowas in der Art, oder ich sabotiere sie vielleicht auch einfach nur so oder was auch immer, dass ich dann vermutlich kaum oder nur sehr, sehr schwer feststellen kann, wer ist dahinter. Vielleicht kriege ich noch raus, irgendein Sender, der da rumstand, war es, aber war es der, also wer saß da am Ende hinter? Wenn das Ding irgendwie runterplumpst und da ist irgendwie eine Fahne drauf, dann ist das zumindest schon mal gut, dann weiß man vielleicht, von welchem Flughafen das Ding gestartet ist, aber ich weiß halt nicht, wer sie potenziell hat zum Absturz bringen lassen, wer potenziell vielleicht den Einsatz der Waffensysteme ausgelöst hat, weil eben da diese Funkstrecke dazwischen ist, oder ich sage sogar, mir ist da irgendwas Dummes passiert, was vielleicht völkerrechtlich doch nicht so okay war, dann sage ich einfach, jemand anders hätte die Drohne übernommen. Das heißt, da habe ich dann irgendwie einen riesen... Ja, das wären so die beiden Punkte, dieses Attributionsproblem und dann eben dieser Trend hin, dass es dann doch irgendwann zu den autonomen Waffeneinsatz kommt. Also die Attribution ist natürlich auch nicht so viel Neues. Also ich meine natürlich, die Operationsbreite ist natürlich größer, weil man einfach sehr weit weg von dem Operator fliegt. Aber das gab es natürlich auch bei anderen Waffensystemen, dass sich Attributierungsfragen gestellt haben. So neu sind die nicht, klar. Ich denke, es wird in Zukunft wohl eher zunehmen, aber nicht bei der Klasse von Reaper oder Predator-Drohnen, weil da ist jetzt erstmal zu sagen, in naher Zukunft noch nicht abzusehen, dass die
in Hände fallen, die nicht staatskontrolliert sind, also nicht, das nicht Staaten, die fliegen. Man muss ja auch mal, das hört sich immer so ein bisschen an, vielleicht auch, weil ich jetzt ein bisschen gemischt habe mit diesen zivilen Drohnen, das hört sich ja immer so ein bisschen so easy going an. Man muss sich natürlich schon klar machen, dass die großen Datenmengen und auch generell das Arbeiten der Operators ein ziemlicher Kraftakt ist und auch nicht so mal mir nichts, dir nichts, in der Wüste da die Rechner aufgeklappt werden und ein neues Operator Center aufgemacht wird. Und da gibt es auch heftige Probleme, von denen immer mal wieder berichtet wird. Meistens immer im Zusammenhang mit Abstürzen, die ja doch verhältnismäßig jedenfalls im Vergleich zu den bemannten Flugfahrt relativ häufig vorkommen. In einem Maße, wie überhaupt nicht akzeptabel wäre im zivilen Passagierflugbereich, überhaupt nicht. Insofern, wir werden in naher Zukunft sicherlich nicht vor dem Problem stehen, dass wir solche Kampfdrohnen und solche Operator Center von vielen Betrieben haben können. Also das wird so sein, dass das nur wenige Nationen in naher Zukunft können werden. Bei kleineren Drohnen sehe ich das natürlich anders. Da möchte ich mir viele Dinge einfach lieber nicht vorstellen. Ja. Zu der Autonomie, ich glaube auch, dass es Systeme geben wird, ich sprach es ja vorhin kurz an, die werden den Menschen in der Auswertung der Sensorik weit überlegen sein. Insofern ist es für mich nicht unbedingt eine technische Frage. Ich glaube, dass es wohl möglich ist. Das nimmt natürlich auch in dem Maße ab, dass ein Mensch das kontrollieren kann, indem die Fülle an Daten, die eingeht, die ja eben nicht nur von der Drohne selbst kommt, sondern auch von anderen Systemen zunimmt. Da wird sich, glaube ich, aber die Frage nicht unbedingt technisch stellen. Mir scheint so, also ich hatte jetzt, wie gesagt, häufig mit auch so Bundeswehrleuten zu tun, ne? Da ist auch so weit wie, ich weiß ja nicht, wie ich das nennen soll, sind das so eine Art Soldaten- oder Kampfehre? Also dass sozusagen der Mensch entscheidet, ist nicht nur eine Frage der technischen, rationalen Parameter, dass es vielleicht ein Algorithmus oder eine Maschine schneller könnte oder besser oder mehr Sensordaten in kürzerer Zeit verarbeiten könnte, sondern hat auch damit zu tun, wie sich Militärs selbst sehen und wie sie Kampfhandlungen sehen. Also so war so ein bisschen mein Eindruck, dass es nicht nur technische Parameter sind, sondern auch eben die Frage der Hoheit und Kontrolle. Ja, also wirklich debattieren tut doch niemand, dass die sich voll autonom bewegen, jeweils bisher. Also, ja. Habe ich euch jetzt so tot gequatscht? Entschuldigung. Ja, okay, bei dem Targeted Killing ist natürlich auch das Problem der Zielauswahl. Also das sozusagen... Hallo? Müsste jetzt laufen, ja? Okay, beim Targeted Killing ist natürlich auch die Zielauswahl das Problem, dass natürlich aus fragwürdigen Quellen kommt oder aus Online-Auswertungen, die durch irgendwelche Programme sozusagen bestimmt worden sind. Das hat man ja früher im Krieg auch nicht, dass man gesagt hat, ich will jetzt genau diese Person töten, weil sie hat eine böse E-Mail geschrieben. Also jetzt nicht Zielauswahl im Technischen, sondern in sozusagen die zugrunde liegenden Daten. Genau. Und dann anschließend natürlich auch die Auswahl der Daten, die von der Drohne übertragen werden, weil es ist ja schon eine Auswahl an Informationen, die halt dann an den Operator geschickt werden, weil die Drohne auch nicht sozusagen ihren gesamten Datenstrom an Sensordaten live übertragen kann. Also die nehmen ja deutlich mehr Daten auf, als sie übertragen können über ihre Leitung. Und dadurch gibt es halt eine Auswahl von Infos, die weitergegeben werden. Plus, was wird dem Menschen, der es bedient, an visueller Hilfe oder an Unterstützung geliefert. Overlay. Mhm. Und diese Overlays sind genau dann diese... Das sieht man auch auf den Bildern aus den Operator-Centern immer, dass es diese genau, Overlays gibt. Also das ist eigentlich schon für mich so die abschließende Auswahl des Zieles, weil wenn der Punkt aufleuchtet, hier ist das Ziel und das ist jetzt halt eine Waffe und das sind irgendwie Gegner, dann wird die Entscheidung mehr oder weniger auch beeinflusst. Also da ist keine freie Entscheidung mehr zu sagen, okay, das ist jetzt kein Gegner mehr. Wenn das System sagt, das ist jetzt eine Bewaffnung, dann geht man davon aus, das ist ein Gegner. Also richtig ist auf jeden Fall, dass nicht immer das vollständige Set an Sensor-Telemetriedaten übertragen wird. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Beschränkung. Aber in der Regel hat der Operator zumindest aus dem, was sie selbst darüber sagen bei den Amerikanern,
die Kontrolle darüber, welche Daten er bekommt und welche nicht in die, sozusagen nicht in die Leitung passen. Also insofern ist es natürlich nicht ein Algorithmus oder die Maschine, die entscheidet, was übertragen wird. Zu einem gewissen Grad vielleicht schon. Etwa wenn algorithmisch bewertet wird, welche Güte, also wie gut Daten oder welche Schwellwerte überschritten sein müssen, damit man Daten überträgt, das stimmt schon, das ist teilweise technisch manifestiert. Es ist häufig übrigens auch so, dass die Operatoren mit denjenigen, die die Software entwickeln, im Prinzip nicht viel zu tun haben. Bei den Amerikanern ist es ja, wie sich jetzt auch rausstellt, so, dass dieser ganze Bereich der Softwareentwicklung natürlich nicht mal mit denen, die Produkt kaufen, geteilt wird. Also für die Eurohawk war es ja auch sowieso das, so, dass die deutschen ausgebildeten Piloten, die nicht fliegen durften, sondern die haben so von Amerika ausgeflogen, wie er jetzt klar wurde. Also da gibt es nicht viel Verbindung. Die Operator sind Anwender. Natürlich wird man darin geschult, selbstverständlich. Also da würde sicherlich schon wegen der vielen Abkürzungen und der dem Wissen, die man einfach intern haben muss über militärische Abläufe, dennoch sind sie letztlich User, nichts anderes. Aber ein User mit einer Endkontrolle. Und ich wollte der betonen, es geht also nicht nur um Ziel und Abschuss, sondern auch über die Kontrolle die ganze Zeit und auch, welche unsere Daten übertragen werden. Also ich würde das auch nicht mystifizieren in dem Sinne, weil die Algorithmen entscheiden. Das sehe ich nicht so, aber gewisse Schwellwerte oder Programmannahmen, die spezifiziert sind, die Operators auch nicht kennen und auch nicht kennen sollen, die bestimmen natürlich schon teilweise mit. Aber das ist ja letztlich auch der menschlichen Aufnahmefähigkeit geschuldet. Ja. Also ich meine, ich kenne keinen Peter, der bei Daten irgendwie in einer Stunde auswerten mit meinem Hirn, und das kann auch kein Operator. Insofern muss man natürlich gewisse Entscheidungen treffen. Ich will das jetzt, wie gesagt, auch nicht mystifizieren, dass irgendwie die Skynet wissen. Also ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen. Gibt es sonst noch jemanden? Dann schließe ich nämlich danach die Liste. Wir sind ja auch schon im Verzug. Ja, okay. Ich wollte mal kurz auf 2 technische Punkte eingehen. Einmal, ich glaube, ja. Möchte aber nicht da dran schreien. Also einmal, also die Technik, einmal die Forderung auf elektronische oder digitale Nummernschilder, die gibt es heute eigentlich schon so gut wie in im Zivilbereich, Flugbereich, das sind die Transponder mit sogenannten S-Mode. Da ist eigentlich im Flugzeug Tipp und viele andere Details kodiert. Da braucht man also gar nichts zu machen. Die Bodenradarkontrolle liest das direkt, und zwar digital und analog. Das ist einmal dann die Thematik mit Bewegung im zivilen Luftraum ist eigentlich auch, nach meiner Auffassung, das ist kein Argument, müssen vielleicht andere, vielleicht politische Argumente geben, also auf jeden Fall, da geht es wahrscheinlich um das sogenannte TCAS, also ein Collision Avoidance System. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und ja, ansonsten, was spielt dafür eine Rolle? Near-Misses gibt es heute jeden Tag, jede Menge, auch mit Tickets an Bord und auch entsprechende, sagen wir, Statisten sagen, dass das wollte ich also nicht weiter darauf eingehen, weil das vom Thema vielleicht weit ablenkt, aber das ist das eine. Und dann gibt es entsprechende Lufträume schon heute sowieso, die TRAs, also Temporary Restricted Areas und Danger Areas und Prohibited Areas, wie auch immer, auf jeden Fall. Da das sind Lufträume, die heute schon ziemlich weiträumig von Militärs ohnehin benutzt werden, und da bewegt sich kein ziviles Flugzeug ohnehin. Also das nur so ein bisschen, also 2 Sachen zur Erklärung. Also waren keine Fragen, nur eigentlich, nee, um das zu... Aber das bringt mich auf 2 Gedanken. Das eine ist, also wer sich mit dieser ICAO, das ist die International Civil Aviation Organization, Civic ICAO, ich habe leider vergessen, für was der C stand. Also wer sich damit beschäftigt, ich habe damit mal angefangen, weil die nämlich auch die Biometrie reglementieren. Also deswegen habe ich die mal näher kennengelernt. Der wird natürlich feststellen, dass es ein wirklich sehr starkes, komplexes, über die Jahre gewachsenes System ist. Was aber durchaus auch, kann man schon sagen,
die Regeln, die die feststellen. Also bei den Tagungen über Drohnen, die wir jetzt so hatten, hatte ich regelmäßig auch so die Juristen, die sie in die Haare kriegten über Teile dieser Regelung. Was mir nur auffällt ist, dass wenn man zu den entscheidenden Fragen kommt, nämlich dass nun mal Piloten bisher in dieser Regel vorgesehen sind, dann kommen halt auch die Luftfahrtexperten häufig in Schwierigkeiten, weil man natürlich, weil, also das ist auch glaube ich einem Laien unmittelbar klar, dass es nicht dasselbe ist, auch nicht, wenn man zum Beispiel vergleicht mit einem Piloten, der ohnmächtig wird oder so, und einer technischen Verbindung, die Steuerung ist. Also glaubt ihr das unmittelbar? Nein, ist nicht klar. Ich gebe nur wieder, was zu sagen, mir die dann, naja, sagen Sie mal. Entschuldigung, gegen die Regel nochmal, also ich will kein Zwiegespräch, aber das passt nicht, weil in keiner Vorschrift geschrieben ist, wo der Pilot sitzen muss. Es muss nur eins sein. Das ist einmal, und im Notfall ist es genug schon vorgesehen für alle Notfälle, wo Pilot auch an Bord ist, und es gibt auch genug Erfahrungswerte, und dafür gibt es auch Verfahren, die eigentlich eine ferngesteuerte, voll mit Elektronik, es eigentlich sicherer und einfacher macht, das Ding sicher zum Boden zu bringen, ohne Leute an Bord, irgendwo, von mir aus, wenn sie nicht landen kann, ins Meer. Ich will es nicht vertiefen, aber das ist kein Argument. Ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, den ich eigentlich machen wollte. Also mir fiel halt nur auf, dass dann kommen die sich schnell ins Gerede. Aber was mir dabei auffiel, ist, dass die Prozeduren meistens, also so, was man nun macht, wenn der Pilot irgendwie, dem wird schlecht oder sonst irgendwas, oder die Verbindung im Tower bei diesen kleinen Flugzeugen und so was alles, ist eine Notfallprozedur. Ja, auch wie man zu sagen, wie man damit umgeht, wenn wirklich jemand Amok läuft mit einem Flugzeug, dafür gibt es ja Prozeduren für. Was ich strukturell meine, ist, dass diese Notfallprozeduren nicht allgemein Anwendung finden, nur weil die Militärs auch im zivilen Luftraum fliegen wollen. Ich sehe halt nicht ein, dass man die zivile Luftfahrt daran orientiert, was militärische Ziele sein könnten. Das finde ich den falschen Weg. Deshalb meine ich, dass ich keinen anderen Weg sehe, als man gewisse Regeln einschränkt oder Notfallprozeduren für die Militärs ein bisschen normaler macht. Finde ich halt strukturell falsch. Würde natürlich, kam nicht so gut an bei den Militärs. Ja. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Frage der Autonomie. Mich interessiert es total, und persönlich würde ich auch total gerne sagen, inwieweit können wir noch autonom entscheiden, und das ist ein kritisches Kriterium, warum man Drohnen abschaffen muss. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, finde ich keine wirklichen strukturellen Unterschiede zu jetzt beispielsweise klassischen bürokratischen Entscheidungen. Man könnte ja die Algorithmen sehen als Befehlsketten, die abgearbeitet werden müssen, und ein General, der jetzt irgendwie über weitere Kriegseinsätze entscheidet, hat auch hinter sich den bürokratischen Stab, der nach festen Regeln bestimmte Sachen ausarbeitet, und er hat nur einen Teil der verfügbaren Informationen und muss darüber entscheiden. Das ist so ein klassisches, normales Problem von arbeitsteiligen Gesellschaften ist. Und ich würde es total gerne irgendwie differenzieren können und sagen können, da es Algorithmen sind, haben wir den Mythos Algorithmus, und das ist irgendwie böse, wir können das nicht verstehen, und das ist ein Grund, das auszuschließen. Also yeah. Es gibt ja jetzt nicht nur die Drohnen, sondern es gab ja vor 2 Jahren auch schon mit der Filterbubble die Debatte um die Google-Suche, dass sie uns verführt und in eine Richtung lenkt, aber strukturell kann ich es leider nicht unterscheiden und habe da keine Wege gefunden, das irgendwie zu zerlegen, das Argument. Da kann man jetzt viel zu sagen, möchte glaube ich dazu irgendwie nur eins sagen. Also der Unterschied ist immer total klar, egal ob man jetzt auf ein demokratisches System oder eben über Fliegen einer Kampfdrohne bezieht. Also der Unterschied ist, ein Mensch kann Verantwortung übernehmen, ein Algorithmus kann es natürlich nicht. Und insofern ist der qualitative Unterschied natürlich immer klar. Weswegen man ja irgendwie so ethische Fragestellungen eben immer nur an Menschen und Menschengruppen richten kann und eben nicht an Computer, auch wenn die Programme darauf von Menschen gemacht werden. Also das ist natürlich so eine komische Binsenweisheit. Ja, könnte man gerne darüber debattieren, dann sollen wir mal eine Veranstaltung machen. Also. Die Frage ist, ist ein Computer irgendwann Menschen-Klonen eigentlich? Bevor wir gleich in die Pause gehen, noch eine kurze Zwischenfrage. Sollte an sein. Hast du Zahlen gefunden, wie viele Drohnen denn tatsächlich abstürzen? Du hattest vorhin so eine Bemerkung gemacht, aber irgendwie habe ich nichts dazu gehört. Ja, das könnte ich mal nachreichen. Es gibt tatsächlich eine
eine Erhebung, also es gibt zwei Zahlen, die ich kenne. Eine geht zurück auf einen sogenannten FOIA Request in den USA, also Freedom Information Act, das Informationsfreiheitsgesetz der USA. Da war das eine, also ich müsste das raussuchen, die gibt es aber, da war das eine Zahl, die war knapp unter 1%. Das rechnet aber natürlich nicht, also das meint nicht Abstürze im Einsatz, sondern das meint natürlich auch mit Übungsflügen und so weiter. Tatsächlich, also die Quote ist verdammt hoch vergleichsweise, natürlich. Es gibt aber noch eine zweite Zahl, die war mal von einem, also das war eine Herstellerzahl, eine Werbezahl, aber ich müsste das raussuchen. Also es gibt zumindest, was ich weiß, zwei Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Wenn da jemand noch mehr weiß, also ich würde ja sowieso hoffen, dass ihr das ein bisschen auch zusammentragt und dass man nachher nochmal ins Wiki klicken kann, um auch Sachen zu finden, die man jetzt noch nicht so kennt. Und damit ihr alle Living Under Drones seht, um die